So, da bin ich mal wieder zurück mit einem kleinen Infovideo, denn ich habe eben schon, ich kam gerade vom Geburtstag heim und habe dann gesehen, es geht um die gute Dame hier, denn wir bekommen einen neuen Stil von ihr. Wir gucken gerade mal in den Spind rein. Zack, 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 Stil bearbeiten. Derzeit haben wir ja zwei Varianten von ihr, aber es wird definitiv noch eine dritte Variante bekommen. Hier in dem Video werde ich euch natürlich verraten, wie das Ganze möglich ist. Vor allem zeige ich euch erstmal, wie der Skin aussehen soll. So soll der Skin halt aussehen, in-game. Und ich würde sagen, ist eigentlich eine nette Variante. Jetzt kommt nur der Haken an der Geschichte, denn den bekommen wir diesmal nicht einfach so geschenkt. Nämlich das Ganze hat mit DC selbst zu tun, denn die haben ja halt jetzt eine Kooperation mit DC Comics. Ich bin auch mal rumgegangen, habe nicht auf Twitter geguckt oder so, also schon bei Twitter, aber Fortnite Twitter selbst und nicht bei irgendjemandem, der irgendwas vermutet, und bin dann auf DC selber gegangen. Kleinen Moment, ich habe da nämlich was vorbereitet, zack. Da ist das Ganze, ich habe es nur mal rausgeschnitten, damit einfach wegen Copyright, ihr wisst schon. Also, Kurzfassung ist, es kommen insgesamt 6 Comics raus. Die kommen digital raus und anscheinend auch im Laden. Dann sehen wir hier unten, kann ich das hier markieren? Natürlich nicht. Hier unten sehen wir aber, dass die auf jeden Fall bei uns auch in Deutschland rauskommen. Ansonsten hätten wir nämlich schon das erste Problem, wenn die nämlich nur in Amerika rauskämen, wird es schwierig, da an den Code ranzukommen. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Also, kurz und schmerzlos gesagt, das erste Comic wird am 20. April erscheinen. Und dann jeden Monat kommt nur ein Comic. Also jeden Monat bekommen wir einen Code. Wenn wir dann alle 6 Codes zusammen haben, dann bekommen wir auch den Batman-Skin. Warte mal, wo steht's hier? Fans who read them all 6 codes will also unlock a new Immortal Batman Zero Outfit for the Fortnite-Charakter. Bedeutet, wenn ihr den Batman-Charakter schon habt, ich denke mal, der wird dann eh in den Shop kommen, dann bekommt dieser halt noch ein Upgrade bzw. einen neuen Stil. Aber dazu musst du alle 6 Comic-Hefte gelesen haben, beziehungsweise die Codes dafür haben, weil in jedem Heft ist ein Code drin. Und im allerersten Heft ist ein Code drin für die Harley Quinn. Also, das erste Heft, der erste Code und schon hat man Harley Quinn. Wenn du aber den Batman haben willst, der Zero, dann brauchst du alle 6 Hefte, beziehungsweise zumindest die Codes. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Erinnert euch jetzt einfach nur mal an die PlayStation 5. Dann werden die Codes mal locker für, keine Ahnung, 20 Euro, 30 Euro rausgehauen. Oder was hatten wir noch damals? Warte mal, wo ist sie? Die gute alte Spitzhacke. Wer kann sich noch daran erinnern? Wo es die schönen Klamotten gab? Warte mal, wo habe ich sie denn? Zack, 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 zack. Such, such, such. Da ist sie. Die gute Mint-Meint-Hacke. Ja, da wurde auch viel Blödsinn mitgemacht. Aber diesmal soll es halt um den Skin gehen. Er bekommt eine neue Variante. Also da kommen Comics raus nächsten Monat. Einfach mal die Augen offen haben. Ich werde natürlich trotzdem gucken, dass ich irgendwie eventuell schon früher einen Code bekomme. Was ich aber sehr schwierig finde. Aber ich gucke einfach mal, was ich machen kann. Und ja, wenn ich vielleicht noch einen zweiten Code bekomme, mal gucken, was wir machen. Ne? Rest könnt ihr euch ja quasi schon denken. Aber das sind also die Grundinformationen, die ich jetzt so gefunden habe. Also nochmal, das ganze Ding wird halt, wie gesagt, erstmal entweder als digitale Version. Warte mal, wo habe ich das eben nochmal gelesen mit der digitalen? Für 5 Dollar und die für 6 Dollar. Published Batman Fortnite, irgendwo habe ich nämlich gelesen, dass es digital sein soll und auch normal. Du bekommst halt einen Code für Bonus DC, digital in. Achso, du bekommst jedes Mal anscheinend irgendwas. Ne, mehr steht hier nicht. Irgendwo habe ich es aber eben gelesen. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt eben beim anderen auf Twitter war. Das Problem ist natürlich, jetzt werden auch viele Falschinformationen rausgehauen, aber in Anführungszeichen haben wir nur genau diese Informationen. Alles andere sind in meinen Augen nur reine Spekulationen. Also es kommen 6 Comics raus. In dem ersten Comic ist ein Code drin. Damit bekommen wir Harley Quinn. Haben wir alle 6 Codes und geben diese ein. Dann bekommen wir halt noch den Batman Zero. Und den werdet ihr spätestens, beziehungsweise frühestens, warte mal, die letzte, warte mal,
April, Mai, Juni, Juli, August, September. Ey, also Mai kommen anscheinend zwei, doch nicht jeden Monat, was schreiben die denn für einen Blödsinn? Siehst du, digital. Am 20. April das erste. Das ist das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Also am 20. April kommt das erste, am 4. Mai kommt das zweite, am 18. Mai das dritte, am 1. Juni kommt das, was war ich jetzt? 1, 2, 3, vierte, fünfte kommt am 15. Juni und am 6. Juli kommt dann das sechste und dann habt ihr erst den Batman Skin quasi freigeschaltet. So, wenn euch das Ganze natürlich wie immer weitergeholfen hat, gerne ein Like da lassen. Wer kein Abonnent ist, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend. Und bei weiteren Informationen, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Irgendwas werden wir schon dabei wieder rausfinden. Und dann würde ich sagen, ja, war es das auch wieder. Und haut rein.